So Leute, wir sind jetzt an der Stempelstelle Laurentius, St. Laurentius Kirche im Harz. Und da vorne ist die Stempelstelle, die sieht man jetzt nicht, aber wir haben hier, wie ihr seht, noch einen anliegenden Friedhof. Ich mag da gar nicht so hinfilmen, aber wir gucken, drehen uns mal. Drehen uns mal nach da, dann könnt ihr mal schön gucken hier. Eine Runde rum. Da sieht das, ne? Sind dann schon die Grabkreuze zu sehen. Hier so ein bisschen. Ich gucke mal hier. Ich gehe mit euch mal ein bisschen ins Grüne. Hopp. Dann können wir hier nämlich nochmal hochgucken. Über die Mauer, weil wir über die Mauer gucken. Wir gucken mal über die Mauer, was hier noch schön ist. Also hier ist ein Friedhof. Hier mag ich gar nicht so filmen. Genau, so. Das ist jetzt noch über der Mauer. Dass ihr das auch alles mal gesehen habt und ich gehe jetzt mal wieder zurück. Die Bank ist die Kirche da hinten. Gucken wir hier nochmal hier. Die Aussicht nach da. Jo. Dann gucke ich vielleicht nachher nochmal, dass ich ein Bild mache von der Stempelstelle, damit ihr das auch sehen könnt. Gut, also wie gesagt, ne? Gräber noch zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob man hier filmen darf, aber die Kirche ist doch schön mit dem Turm, ja? Ja, Leute, das hier scheint auch wieder los zu sein. Guckt euch das mal an. Was meinst du, was das mal war? So, wir gehen dann auch gleich wieder zurück. Guck mal die Fenster da oben an, ey. Alles kaputt. So, wir gehen jetzt hier mal wieder zurück. Er läuft schon wieder vor. So Leute, wir machen jetzt hier gerade ein Päuschen am Halberstädter See. Ich sehe gar nicht, wie ich da filmen soll. Jetzt sehe ich es. Jetzt gucken wir einfach mal hier ein bisschen. Guck dich das mal an, was das für eine Aussicht ist hier. Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Mittag gegessen. Was gab es bei dir? Ein Döner? Bei mir gab es eine kleine Dönerbox. Ja. Und noch einen Kaffee. Und dann werden wir mal schauen. Wir haben jetzt einmal gestempelt. Wir sitzen hier ein bisschen am See, hier ist noch ein Stück Natur zu sehen und da gehen wir dann zurück. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Sonne genießen. Das ist einfach wunderschön hier. Wir haben ein richtig blaues Sonnenloch heute. Oh ja, herrlich. Wir stehen jetzt hier auf der Brücke, da hinten sind die Türme von Halberstadt. Wir hatten jetzt eine Halberstadt, wir haben dann eine kurze Pause gemacht. Also von da sind wir gekommen, seht ihr meinen Schatten? Eine wunderschöne Natur hier, aber es ist zieht. Das ist doch mein Ausblick hier, wir gehen da nochmal auf die andere Seite mit euch. Mein Schatten, ja. Stehen wir jetzt auf der Brücke. Schön. Oh, es ist ein totaler Wind hier draußen, aber es ist nur schöne Luft.
fährt auch noch ein Zug durch. Vielleicht sehen wir den ja gleich mal. Hört er das? Bom, bom. Guck mal Leute, wir haben auch ein wunderschönes Rathaus. Da unten kommt jetzt gerade die Polizei, aber ich will die Spitze des Doms filmen. Ja, jetzt habe ich sie. Ja, habt ihr gesehen, ganz kurz, die sind da vorbeigefahren. Wir wissen nicht, wir haben jetzt hier gerade einen Kaffee getrunken. Und wir hauen jetzt wieder ab. Der Roland ist da um der Ecke. Sieht man den? Warte mal. Da, die Steinfigur. Roland. Wir gehen jetzt einkaufen und wieder nach Hause. Das ist ein schönes Rathaus. Rathaus Halberstadt. So, jetzt wir sind mitten in der Stadt. Da, seht ihr das? Da unten gibt es auch eine Driss-Information. Da könnt ihr euch auch ein Stempelheft rausholen. Hier in Halberstadt. Ja, so. Wir hauen jetzt langsam wieder ab. Wir haben jetzt einen lecker Latte Macchiato getrunken. Tschüss. So, wir sind angekommen. Hier hängt noch ein Weihnachtsstern, das ist ja sweet. Gucken wir uns mal die Gegend hier ein bisschen an. Wir sind jetzt an der Geistmühle. Das ist ein privates Wohnhaus hier. Sieht so aus, ne? Muss da irgendwo was sein, wo man abstempeln kann, genau. Steht aber dran hier, Geistmühle. Na, Geistmühle, ich bin ja noch nie lang gelaufen. Ja, da hinten kommt dann nur noch Feld und Wiese, aber nichts Besonderes. Wir müssen über die Brücke zurück. Guck mal, hier kann man ja noch richtig rausgehen. Wow. Ja, da ist jemand am Stempeln, das ist ganz fleißig, guck mal. Mal abgestempelt, die Harzer Wandernadel. Ja, ich glaube schon. Und dann geht es hier hinten noch weiter. Aber was ist denn das? Die Figur gucken wir uns ja noch mal an, ne? Ja, das ist ja toll. Es wohnen hier noch Leute, diese Ferienwohnungen. Ja, aber schön gelegen hier, ne? Na klar. Thank you.
musste ich leider bei Herrn Eitz überfilmen. Das macht nichts. So, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. Das ist ein kleines Kiesloch. Mal den Baum an. Das ist Wahnsinn, oder? Wir gehen jetzt hier auf den Weg zurück. Wir waren jetzt gerade da unten. Da ist noch ein Kiesloch. Ah, der Baum, das ist ja... Ich gehe mal quer. Wahnsinn. Vermutet man gar nicht, hier sowas schön ist in der Natur. Ich gehe noch mal ein paar Schritte vor und dann filme ich euch da noch mal das Bäumchen von weiter weg. Er geht schon wieder weiter vor. Ja, genau, hier machen wir noch mal von der anderen Seite. Hier. Ja, da siehst du richtig, eine Seite ist kahl und die andere Seite, die blüht. Schön.